ich würde gerne noch einen netten Herrn interviewen, den Christian Berge. Er ist da auch sehr bekannt. Er ist nicht alleine gekommen mit seinem wunderschönen tschechoslowakischen Wolfshund. Und sag mal, Christian, du bist ja nun wirklich viel im Rodenwalder Gebiet unterwegs mit den Jägern. Du bist ja da auch ein bisschen verschrien. Sag mal, hast du nicht auch Angst, da mit deinen Hunden unterwegs zu sein? Ja, es ist in der Tat so. Ich habe ich wähle die Zeiten, wo ich da gehe, immer so aus, dass ich so gehe, dass ich, wenn die Dämmerung eintritt, an meinem Auto bin. Weil ich das tatsächlich auch schon hatte, dass sie selbst in der Dämmerung schießen. Und dann stelle ich fest, dass ich denke, um Gottes Willen, haben die jetzt auf mich geschossen? Weil ich habe das vor gut 6 Jahren tatsächlich schon mal gehabt, dass mich jemand aus einem Wolfsgebiet vertreiben wollte. Da war ich Gott sei Dank mit mehreren Studenten da, weil wir da auch zum Thema Wolf was gemacht hatten. Der ist dann 500 Meter weggefahren, hat in die Luft geschossen, ein Jäger. Und ich habe keine Lust, Zufallsopfer zu sein. Und deswegen gehe ich ausdrücklich immer nur am Tag spazieren. Nachts, das ist nicht meine Welt. Das ist mir einfach zu unsicher. Es passieren viel zu viele Unfälle, weil viel zu viele Leute Waffen tragen, die eigentlich gar keine Waffen tragen müssen, weil sie nicht überprüft werden. Das ist einfach für mich ein Unding, dass man mit einer Waffe, wo man Menschen mit töten kann, ohne weiteres die haben kann. Was ich bei der Fuchsjagd zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, ist, dass man sinnfrei die ganzen Fuchsfamilien auseinanderschießt. Da wundert man sich, dass ein neuer Rüde kommt und dann die Mutter deckt und die Feen deckt. Füchse leben genauso wie Wölfe, Vater und Mutter. Wir haben gerade um den Rodewaldrüden, der zum Abschuss freigegeben war für 14 Monate, um ihm zu helfen, haben wir das Revier auch überwacht und haben immer wieder Fuchspärchen gesehen. Das war das Schöne und Positive an dieser Geschichte. Und die Füchse sind einfach auch notwendig. Wenn ich das sehe, wie viele Mäuse wir haben und alles, diese Plage und auch Ratten, die fressen ja auch Ratten. Also das ist einfach ein Unding, dass man die wahllos immer wieder wegschießt. Und dann behauptet, sie würden der Natur schaden. Nee, das ist Quatsch. Das ist genauso wichtig für den ökologischen Kreislauf wie der Wolf. Und das sind einfach Sachen, die leider durch die Medien nicht genug publiziert werden. Und das ist das größte Problem halt. Die Jagdlobby ist immens stark. Die sitzen in allen Ländern, aber auch im Bundesparlament drin, im Bundesrat. Und trotzdem darf man nicht aufgeben. Und wir haben durchs Internet die Möglichkeit, sowas ja auch publik zu machen. Wir sind auf die Medien gar nicht angewiesen. Wir können das selber machen, wie ihr jetzt hier prima mit dem Film macht. Und damit erreicht man auch sehr viele Menschen. Und deswegen ist das eine super Arbeit, die ihr hier macht. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist mit deinem Hund. Und ja, pass weiter auf dich auf. Lass dich nicht wegschießen mit deinen Hunden. Vielen Dank.